Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector. Heute möchte ich euch mal wieder ein 4K-Steelbook vorstellen. Natürlich einen Film, den man wieder erwähnen sollte. Jetzt frisch in 4K herausgekommen. Die zweite Oscar-Einbringung hat Denzel Washington hier für diese grandiose Darbietung bekommen. Und zwar Training Day mit Denzel Washington und Ethan Hawke. Er spielt hier einen Polizisten, korrupt natürlich. Und ich denke, beziehungsweise er denkt, er sei unantastbar, er kann sich alles erlauben, aber irgendwann ging das Ganze dann mal nach hinten los. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ich persönlich besitze ihn nur auf DVD, habe ihn bis dato nicht auf Blu-ray geupdatet. Es gibt, glaube ich, noch ein 4K-Steelbook, das gibt es aber im Ausland. Schaut optisch auch nicht so schlecht aus, aber das ist jetzt das hier, was ich mir bei Amazon bestellt habe. Ob es das aktuell noch gibt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Das Steelbook müsste so um die 32,99 kosten. So schaut das Ganze aus. Der erste Eindruck ist schon mal nicht schlecht und es ist gestern mit der Post von Amazon bei mir angekommen. Ich würde sagen, wir packen es aus, gucken es uns an. Ich hoffe, es ist heil angekommen. Und was ich mal hier schon gleich mal sehen könnt, wir haben hier mal seit langem mal wieder einen schönen Glanzeffekt mit drin. Das ist ja von Warner Bros. In letzter Zeit nicht selbstverständlich gewesen. Deswegen finde ich das schon mal nicht schlecht. Ihr könnt es hier gleich erkennen. Schriftzug ist glänzend und der Rest ist matt. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Und ihr könnt hier sehen, Klebepopel verzichtet Warner Bros. Jetzt darauf. Jetzt haben sie scheinbar doch mal ein bisschen gelernt. Das heißt, wir nehmen hier den gleich mal ab. Gucken uns die J-Card an. Ich weiß es gar nicht, Dolby Vision müsste schon an Bord sein. Es ist jetzt hier nicht irgendwie dargestellt. Wir haben hier nur Dolby Atmos, aber wir bekommen leider wieder eine schlechte Tonspur 5.1, die ursprüngliche Blu-ray und DVD-Synchro. Genau, hier steht es drin. Übliche Rollen, sein zweiter Oscar, genau. Ich habe da damals sogar die Oscar-Verleihung angeguckt, wo er diesen Oscar bekommen hat. Film ist von 2001. Wer es nicht genau weiß. So, haben wir hier das Motiv, die Front. Schaut klasse aus, gefällt mir. Hier unten noch die Stadt Los Angeles, hier den Spine und hier Detective Los Angeles. Das Ganze ist auch nochmal hier schön glänzend gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ist eine Delle drin? Ja, mal wieder eine Delle. Hier sieht man es. Oh mein Gott, aber gut, kann ich jetzt schon ehrlich gesagt damit leben. Muss man aber ganz genau hingucken, dass man die sieht. Genau, man spürt sie auch ein bisschen. Aber gut, mittlerweile rege ich mich da nicht mehr so darüber auf. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, es ist noch zu haben. Nicht, dass es ausverkauft ist. So, wir haben hier die beiden Discs. Wir haben hier einmal die 4K-Scheibe. Stadt Los Angeles abgebildet. Und hier die normale Blu-ray. Wie gesagt, ich habe ihn nie auf Blu-ray im Besitz gehabt, sondern nur auf DVD. Und hier haben wir den Innendruck, der gefällt mir auch sehr gut. Denzel Washington und Ethan Hawke haben wir hier abgebildet. Druck scheint scharf zu sein. Richtig klasse. Gefällt mir. Ja, ein sehr, sehr schönes Steelbook. Also es ist solide. Wie gesagt, hier mit diesem Glanzeffekt, das macht auf jeden Fall Laune. Das schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Es ist auch nicht labbrig. Diesmal wieder ein Warner Bros. Steelbook, was von der Qualität her einigermaßen gut mit anderen mithalten kann. Und zum Film selber braucht man nichts sagen. Der Film ist grenzgenial. Besonders dann das Finale. Richtig geil. Also, ich freue mich darauf, diesen Film mal wieder sehen zu dürfen. Grenzgenialer Film. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr diesen Film findet und natürlich, wie ihr Denzel Washington findet. Für mich einer der besten schwarzen Schauspieler. Untermalung, schwarze Schauspieler. Da gibt es natürlich noch bessere, aber er ist halt einfach der aktuell für mich immer noch der Beste. Ist halt so. Also, wie gesagt, tobt euch in den Kommentaren aus. Ich würde mich darüber freuen. Dann sind wir mit dem Unboxing durch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, ein Abo, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir hören und sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.